Moin Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom ist hier am Start und so vom AR-Clan und wir spielen heute mal Far Cry 3 auf der PlayStation 3 und jetzt schaut einfach auf den Bildschirm und guckt mal, was ich hier so mache. So, jetzt bin ich einfach mal in so ein Auto eingestiegen, die stehen überall auf dieser riesigen Insel, 20 oder 30 mal so groß wie Liberty City, Grand Theft Auto 4, also eine riesige Map mit einer extrem guten Fauna, Launa. Und dort gibt es alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, das fängt von Berglöwen an, bis zum Bär, bis zum Strauß, Eidechsen. Es gibt Schlangen in dem Spiel, es gibt Krokodile, es gibt Haie und noch vieles mehr. Marihuana wächst einfach am Straßenrand und die Atmosphäre ist einfach gigantisch. So, jetzt werden wir verfolgt von irgendeinem Feind, aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir gehen weiter nach vorne. So, haben den Feind abgehängt und jetzt müssen wir irgendwo ein Wildgebiet finden, wo wir irgendwas jagen können, ein Reh oder ein Hirsch oder irgendwas. So, ihr müsst immer auf der Seite aufpassen, weil da auch manchmal Komodo-Warane stehen oder manchmal einfach nur ein Strauß. Den könnt ihr dann überfahren, ihr könnt diese Tiere häuten und dieses Fleisch verkaufen. Es ist wie Skyrim halt ein tolles, einfach actiongeladenes Spiel, was in meinen Augen 98 Punkte von 100 Punkte bekommen. So. Wir fahren hier noch ein bisschen rum, aber wir wollen ja etwas machen. Jagen, das ist unser Ziel. Und aus dem Grund steige ich jetzt einfach mal hier aus diesem wunderschönen Fahrzeug hinein. Aus. So, wir können natürlich die Gegner anvisieren. So. Und jetzt können wir sie wegburnen. Ja, burn. Eure Munition ist alle? Kein Problem. So, jetzt muss ich Heilmodus aktivieren. Habe ich getan. Und jetzt kann ich den Gegner aufschlitzen. So. Oh, scheiße. Jetzt hat er es auf mich abgesehen. Aber Leute, jetzt habe ich ein Problem. So. MG nachladen. So, am besten haue ich einfach ab. So, die Tierwelt ist jetzt natürlich nicht zu sehen, weil die ganzen Tiere abhauen. Es ist richtig realistisch. Zum Beispiel ein Leopard jagt ein Reh oder irgendwas. Man kann auch Blumen ernten. Diese Blumen kann man verkaufen, man kann daraus Spritzen machen. Und ja, ich habe das Spiel schon ein bisschen angezockt und das ist wirklich großartig, das Spiel. Und hier sehen wir einen Bär. Oh, Jesus. Und was? Natürlich, meine Waffe ist... Alle. Burnern wir ihn weg hier. Wo ist er jetzt hin? Leute, ich sehe den Bär nicht mehr. Oh yeah. Ihr hört schon, ein richtig cooler Sound haben wir hier. Wir sehen den Bär nicht. Da vorne. Halten. Halten. Ja, der Bär, der greift jetzt hier. Die Gegner an. Ach du Scheiße. Wow. So, nachladen und. So. Ah, der Bär ist auch nicht unsterblich. Jo, das war's wieder von der YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ciao.